Ich sehe hier nur, dass hier der Scanner ist, oder was? Dann sehe ich hier nur, dass Ärzte sind. Okay. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie gut das ist, weil, naja, zumindest auf dem Mond ist es jetzt kein Problem. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Stationeers. Wieder auf dem Mond und jetzt mit einer vernünftigen Grundversorgung: Strom, Wasser, Futter und Luft. Das heißt, jetzt können wir mal anfangen, uns um diverse Ansachen zu kümmern. Die erste Sache, um die ich mich kümmern möchte, ist halt eben einmal zu testen, wie viel Wasser ich aus einem Stack Eis bekomme. Dazu ziehen wir den Mining Belt an, nehmen den Bohrer in die Hand. Schau mal ganz kurz ins Inventar vom Bohrer. Batterie hat noch 62%, sehr schön. Gehen dann mal Eis holen, Wassereis. Und hauen das mal komplett geschlossen durch den Furnace. Das müsste einfach so durchgehen, denke ich mal. Licht kann aus. Das ist Silikon. Das ist Eis. Eis ist immer nur Oberfläche, oder? Oder ist es auch weiter tief drunten wie die normalen Erze auch? Werden wir gleich sehen. Hier blinkert da gerade schon was. Ja, also auch unter der Oberfläche. Perfekt. Nochmal ein Schwung. Und wir haben mehr als 50 Eis da. Perfekt. Das ging jetzt relativ fix. Achso, das kann ich gar nicht in den Furnace hauen, weil es ja Tag über, ne? Das verflüchtet sich ja dann in der Nacht. Dann lass uns schon mal ganz kurz die Dings abreißen. Die. Kisten. Erstmal alles zumachen gerade, warte mal. Zu, zu. Und dann werden wir mal die Länder mal abbauen und gucken, was wir dabei noch rumkriegen. Ich komme da noch ein paar tolle Sachen, die uns nützlich sind. Dann einmal. Disconnecten. 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 Und disconnecten. Okay. Einmal die Hand nehmen und alles mal ein bisschen beiseite stellen gerade. Am besten irgendwo, wo es halt eben nicht weg kann. Wir brauchen dringend diese Mounts auf jeden Fall. Und man die Kisten da vernünftig hinstellen kann. Das ist halt gerade eben nicht so geil hier. Das ist halt eben noch. Ne? Die Organic-Surplus brauchen wir eh nicht vernünftig, aber den Rest halt eben. Den sollte man schon eventuell irgendwo mal vernünftig aufstellen. Ja, und eben nicht das machen, was ich gerade tue. Danke. So sehr ich die Steuerung oder die Handhabung der Tools hier in Station jetzt nicht mag, weil es halt eben zu unnötig kompliziert ist, das Kistensystem gefällt mir super. Kisten mit Löchern finde ich persönlich, also mit wirklich Slots zum Reinlegen, finde ich eine tolle Sache. Schafft halt wirklich Immersion. Gut, dass du halt eben verschiedene große Sachen in dieselben Kistenslots packen kannst, ist wieder eine andere Geschichte, aber das passt schon. Eine Kiste fehlt und die rote, ne? Genau. Die rote Kiste fehlt ja noch. Ist wiederum komisch ein bisschen, aber ansonsten geht's eigentlich. Und zack. Und aufmachen. So. Labra, Farben. Okay, jetzt kann ich hier mit dem Winkelschleifer jetzt einmal den Länder zerlegen. Und bekomme nichts. Ich bekomme nichts. Ja, der Länder hat jetzt keine Materialien gegeben. Das ist schade. Den hätte ich auch stehen lassen können. Na toll. Anyway, ich möchte gerne mal testen, was jetzt passiert, wenn ich die komplette Menge Eis
in den Furnace haue und eben anschmeiße. Der Furnace hat derzeit noch 334 Kelvin und 2,45 Megapascal. Ich sollte vielleicht mal ganz kurz... Verdammte Axt. Wir hatten das hier gebaut, ey. Das ist ja ekelhaft. Der Tank hier hat derzeit 183 Kilopascal noch an links. Beiden Flaschen sind voll. Die schalte ich sicherheitshalber mal aus. So. Dass wir ein besseres Bild haben. Und dann Mining Belt. 50 Eiserz. Okay. Und er ist wieder offen. Das heißt, er hat es tatsächlich verarbeitet. Und die Temperatur ist runter auf 302 Kelvin. Und der Druck ist hoch auf 4, noch was. Auf 4, noch was Megapascal. Also das Eis hat schon ordentlich Druck gemacht. Und hier haben wir jetzt wie viel drin? Oh, nice. 1800 noch was. Das ist also jetzt etwa zwei Flaschen. Ich würde sagen, zwei Flaschen Wasser. Ja, es ist doch nicht so viel, wie ich dachte, tatsächlich. Ja, das ist auch wirklich alles, ne? 1,8, ne, mehr ist da auch nicht. Okay. Lass mal kurz ins Wiki schauen, wie viel Wasser es genau ist. Water. Water Station. Das Wiki. So. Water Bottle Filler. Der Water Bottle Filler. Die Water Bottles werden nur gefüllt, wenn die Temperatur zwischen 0 und 100 Grad ist. Das heißt, der Mond hat eine höhere Temperatur als... Warte mal, wie viel Temperatur hat der Mond gerade? Nee, oh, ich habe kein Temperaturmesser. Also die würden tatsächlich nicht füllen, wenn das Ding nicht, wenn wir nicht zwischen 0 und 100 Grad wären. Also auch das wiederum sehr hilfreich. Und in anderen Gebieten brauchst du dann vermutlich eine Hitze oder eben eine Kühlung. Weil Wasserdampf und Wasser und Eis, ne, lässt sich halt schlecht pumpen, tatsächlich. Okay. Think it about Standby, Small Grid. Steht leider nicht dafür, wie viel Water in so einer Water Bottle ist. Moll H2O. Okay. Habe ich da was im Dings drin, im Handeltablet? Ich glaube nicht, ne? Da ist, glaube ich, gerade kein Trigger drin, oder? Ah doch, hier. Okay, 47 Moll H2O sind da aktuell drin, ne? Das heißt, das ist genug für eine Flasche. Uff, nicht mal. Okay. Das ist nicht mal genug für eine Flasche H2O. Uff. Okay. Ja, die Flasche kann ich nicht sehen. Ja, also Druck ist in der Pipe. Ach, guck mal, die Pipes haben. Die Pipes haben deutlich mehr. Ah, okay. In den Pipes ist das ganze Zeug gerade da drin. Da sind 292 Moll. Überall drin. Was ist Moll? Das dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Was ist Moll? Diesen Begriff kenne ich gar nicht.
Und da ist auf jeden Fall, also etwa 55 bis 80 Moll H2O brauche ich für eine Wasserflasche. Okay, das ist gut. Das ist sehr schön. Dann, das wieder wegpacken gerade. Und dann jetzt. Vorbereitung für die neue Basis. Würde ich meinen, oder? Dann machen wir jetzt mal eine vernünftige Basis, bauen die vor allen Dingen tiefer, dass ich nicht hoch muss, dass ich eine Rampe habe, wo ich hin kann und dass ich da entsprechend Gas geben kann. Das brauchen wir erstmal eine halbwegs ebene Fläche oder müssen wir eben dann eben machen. Und wir brauchen dafür die Frames. Iron Frames, 17 Frames habe ich. So. Okay, hier sind offenbar auch Grid-snapped hier. Okay, das ist alles per Grid. Okay. Na gut, dann müssen wir also, wir werden auf der Ebene arbeiten dann tatsächlich. Zack. Und dann würde ich sagen, machen wir einen. Erstmal einen 3x3 Eingangsbereich. Bzw. Nee, wir machen einen normalen 1x1 Eingangsbereich für die Schleuse. Da kommt hier eine Treppe ran, da die Schleuse. Und dann dahinter dann einen Bereich. Dann den Winkelschleifer holen. Rubelt, Winkelschleifer. So. Dann würde ich sagen, machen wir einen 3x3-Bereich. Bis Lager erstmal. Dann haben wir da Platz für die Kisten und alles Mögliche. Und machen wir sogar 3x5. 3x5 Lagerbereich. 1, 2, 3, 4 und 5. Und ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Wir machen es mal unnötig groß. So. Müssen wir jetzt den Berg ein bisschen abtragen, logischerweise, sonst sieht das scheiße aus. Dazu einmal den Bohrer in die Hand nehmen. Und bohren. So, ups. Aber nur so ein bisschen leicht anbohren, genau. Das passt ja. Okay. Okay. So, guck mal. Sieht doch fast aus, als müsste das so sein. Fast. Okay? Fast. Oh, Mist. Ja, der Bohrer ist nicht ganz perfekt zum Montieren. Der ist ein bisschen schwierig. Von der Steuerung her. Okay, soll reichen. Dann brauchen wir jetzt noch mehr Frames. Das heißt, wir brauchen mehr Eisen. Also hier vorne kommt dann das Lager hin. Ein Gang und links und rechts Kisten. Dann machen wir auf der einen Seite dann den Hydroponik. Da kommen die Pflanzen und alles hin. Und hier drüben die Maschinerie. Und geradeaus machen wir dann, glaube ich, nochmal einen Vakuumraum für Sachen, wo wir im Vakuumraum, wie zum Beispiel den Furnace, der sollte ja im Vakuum stehen, in einem geschlossenen Raum, dass wir dann dort das bedienen können, zum Beispiel.
Dann haben wir erstmal drei Räume dann. Die Räume machen wir dann aber nur 3x3, glaube ich, oder? Oder auch 3x5? Auch 3x5, oder? Ja, komm. Übertreiben wir mal richtig. Also, dann los. Und dann, genau, dann an jedem Ding nochmal eine, genau, an jedem Ding nochmal eine Luftschleuse ran. Genau, das wär's. Das passt. Ich brauche also deutlich mehr Frames. Dann lass mal ein bisschen Eisenfarm gehen gerade. Und dazu teste ich jetzt mal ganz dezent aus, wie sich denn der Bohrer verhält hier. Ich kann mal ganz kurz die Pipes schon wegpacken gerade. Die brauche ich erstmal nicht mehr. Der Bohrer geht zurück in dieses Gerät. So. Die Pipewurf brauchen wir auch nicht mehr. Ist immer noch Platz hier drin irgendwo. Da. Die Pipes können wir behalten. Die brauchen wir eh immer mal. Und dann testen wir einmal den Ohrscanner. Da haben wir den leeren Tank. Wo war denn der? Das Ground Penetrating Radar. Power low. Und jetzt? Der hat eine eigene Batterie drin, ne? Okay. Was mache ich jetzt damit? Scan. Was bringt mir jetzt das? Und ich brauche dafür noch das andere Modul, das Tracking-Modul wahrscheinlich. Network Analyzer. Ohrscanner. Dann einmal das Tablet in die Hand nehmen. Tablet. Und dann einmal austauschen. Den Atmosphärenanalyser gegen den Ohrscanner. Norad selected. Wie stelle ich jetzt in den Radar? Okay. Ohrscanner. Ohrscanner. Das Scanner will display mirrors hidden underground on a tablet. Das dachte ich mir schon. Aber wie verbinde ich den jetzt? So, das Scanner ist in use to the Ohrscanner, Ohrscanner Collar, place the tablet on those links. Allows a link, stationers. Mining yields and save time gathering resources, completing a mission. Instant color scanner into the tablet. Dann press die Active und GPS-Scanner, so, ne? Der Datum ist ein Tablet. Ja, würde ich ja gerne machen, aber er sagt, es ist nicht verbunden. Achso, warte mal. Möchte ich in der Hand haben, oder was? Leg ab. So. Einschalten. Ich habe einen Ohrscanner, perfekt. Und jetzt ist er an. Aber er macht jetzt nichts. Huch. Okay, sag mir, dass das was ist. Das bringt mir aber so gut wie gar nichts gerade, oder? Hier ist blau. Da ist rot. Ey, was bedeuten die Farben jetzt? Okay, ich bin gerade
leicht verwirrt, was ich jetzt damit anfangen kann mit dieser Information. Ich sehe hier nur, dass hier der Scanner ist, oder was? Dann sehe ich hier nur, dass Ärzte sind. Okay. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie gut das ist, weil, naja, zumindest auf dem Mond ist es jetzt kein Problem. Es kann, dass es auf anderen Planeten eventuell schwieriger ist, da Sachen zu finden, aber aktuell ist es eher nicht so schwierig. Dann packen wir die Sprache weg und packen es einfach weg und fertig ist die Laube. Abschalten und wegpacken. Also der Ausgänger selber ist halt jetzt eher nicht so hilfreich, weil er sagt mir nur, da ist was. Das sehe ich aber schon selber, weil ich halt eben, ne, das über der Erde ja sehen kann tatsächlich. Und da jetzt nicht unbedingt das super duper mega Highlight. Da drüben. Anyway, meine Welt angelegt und dann einmal losgelegt. Eisenfarm. Dann würde ich gerade sagen, machen wir den mal voll mit Eisen, oder? Ich kann eh nur ein Stück Eisen sammeln gerade. Verdammt. Ups. Das ist Kupfer. Wo waren die tolle Eisenmine, die ich vorhin hatte? Dann ballern wir alles Eisen mal durch zu. Ich glaube, da vorne ist die, ne? Und dann ballern wir alles Eisen mal durch zu. Nee, aber ist ein anderes. Ist aber egal, das ist nur trotzdem einer. Zu Eisen-Ingots und dann zu Frames. In der Hoffnung, halt eben dann entsprechend vernünftig eine Basis bauen zu können. Das Eisen da oben lassen wir also wegen Sichtbarkeit. Von oben her. Hier dürfte ich mir wieder gerne Tipps geben wegen dem Scanner, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe oder ob das wirklich nur so sinnfrei ist. Und ob es eben eventuell auf anderen Planeten mehr Sinn macht, weil eben da die Ressourcen deutlich spärlicher sind, zum Beispiel. Da ist die Höhle, okay. Da bin ich jetzt gerne auf eure Kommentare gespannt, weil aktuell finde ich da jetzt keinen wirklichen Hinweis. Oder aktuell auf dem Mond finde ich den Ohrscanner jetzt persönlich jetzt eher sinnfrei. Es gibt hier gerade offenbar kein Eisen mehr. Das wiederum ist sehr schade. Also diese Quelle ist offenbar bereits versiegt. Na gut. Dann welche? Dann welche woanders sind? Das war offenbar nicht die Erzquelle, die ich hatte vorhin. Die andere war nämlich deutlich reichhaltiger. Schauen wir mal. Nee, volatiles Eis brauche ich gerade nicht. Und dann können wir den Furnace eventuell so aufstellen, dass wir da gar nicht rein müssen, eventuell, wenn es noch um die Automatisierung geht. Das wird eben dann das Gas draußen produzieren und reinleiten in den Ofen und die Abgase rausleiten und filtern. Und dann muss von außen irgendwie Sachen reinwerfen, die dann da durchgezogen werden durch Förderbänder oder irgendwas, was auch immer da geht. Dass wir dann eben nicht mal in den Vakuumraum rein müssen, ständig. Aber das schauen wir dann, wenn wir soweit sind. Bis dahin mache ich mir erstmal keine weiteren Gedanken. Eis, Eis, Baby. Dum, 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 dum. Was haben wir hier?
Hier sind wir Eisen. Und auch in einer etwas größeren Stückzahl, hoffe ich mal. Oder auch nicht. Na toll. Ich habe übrigens wieder Durst und meine Anzug braucht langsam, aber sicher ein bisschen mehr Strom. Beides sind keine großen Probleme mehr. Doch kein Label-Flickering hier mehr. Das heißt so, die Wahrscheinlichkeit hier jetzt irgendwas zu finden an Material. Hier unten ist es deutlich geringer, weil es ist wieder Kohle. Dann können wir den so abreißen. Hier, dann haben wir auch da das Eisen alles weggesammelt, was hier war. Wir brauchen noch bald einen besseren Bohrer wahrscheinlich, einen besseren Drill oder irgendwas. Um mal halt eben in größerem Stil minern zu gehen oder halt eben sogar vielleicht automatisiert oder so. Ein schönes Bohrfahrzeug wäre geil. So ein Maulwurf, weißt du? Dann einfach nur nach unten fahren und erstmal alles aufsammeln, was links und rechts abfällt. Der wäre ich total dafür. Okay. Die Eisenquelle hat nichts mehr da. Ich brauche eine ganze Menge Eisen. Ich muss ja die Dinge aufstellen. Und das rote Zeug da gerade, war das das volatile Zeug? Ja. Das Volatil, da müssen wir eine Basis. Nicht zu weit weggehen, sonst verliere ich mich wieder. Das wäre sehr ungünstig. Auf dem Mond sich zu verlaufen, wäre eine ganz, ganz doofe Idee. Kobalt. Eisen hier. Noch eine etwas größere Ader zu sein. Dann mal durch da. So. So. Okay. Dann einmal zurück zur Basis und dann gleich wieder zurück und ich schmeiße das Eisen ein und dann werden wir gleich dann zurückgehen und nochmal einmal einen kompletten Stack holen und fertig. Dann haben wir 100 Gramm Eisen, das dürfte erstmal für ein paar Frames reichen dann. Nur gerade so ein bisschen den Weg merken. Ups. Stromtechnisch sieht es noch gut aus. Eisen rein. Einschalten. Brutzeln. Und dann zurück. Zwar hier am Krater entlang. Und dann grob in diese Richtung. Ich hätte wohl nur. Da müsste gleich eine kleine Menge Eisen kommen und dann dahinter dann die größere Menge. Da? Nee. Bin doch schon zu weit weg gerade. Verdammt. Immer da? Nee, da ist nur Gold gewesen. Er soll schon verlaufen. Super. Das ging ja wieder mal extrem schnell. Bin ich falsch um den Krater gelaufen, eventuell? Das kann durchaus sein, dass ich den Krater falsch schon passiert habe. Silber.
Nee, ich bin schon wieder ganz woanders. Okay, cool. Okay. Eine sehr tiefe Höhle, da sollte ich vielleicht nicht reingehen. Krater. Na toll. Eisen weg. Der tolle, super, mega Feldeisen. Mal ein Krater, aber dazu kein Eisen dabei. Ist so kacke im Dunkeln hier. Nochmal Kupfer. Was ist denn mein verdammter Eisenader dahin, sag mal? Power critical. Ach, fuck. Doch wieder zurück zur Basis oder was? Da drüben. Oh, na gut, gucken wir mal, wer wir mit den 50 Gramm denn kommen. Habe ja gerade keine andere Wahl. Dann schaue ich dann später nochmal, ob ich dann nochmal eventuell nochmal einen Anschluss finde an das Netzwerk. Ja, an die Ada. So. Power Critical, sagtest du? Dann komm mal her. Danke. Und da das Eisen in die Drehbank rein. Zack. Und jetzt dann da mal ein paar Frames machen. Iron Frames. 4 Gramm. Oh boy. Da kommt nicht viel bei rum. Das ist nicht so viel. Ah, shit. Ich brauche da deutlich mehr Eisen dann. Mist. Frames, danke. Okay, wir haben schon 8 jetzt wieder hier. Also, das ist der Eingangsbereich und das Lager. Dann kommt jetzt hier der Bereich hin für Hydroponics. Hier der Bereich für Vakuum. Und hier der Bereich für die Maschinen generell. Das ist nur so ein bisschen Aufenthaltsraum. Da kann man jetzt, glaube ich, dann Essen reinstellen. Küche, genau hier. Hier kommt die Küche und alles rein. Das machen wir dann in die Mitte. Genau. Das passt dann ganz gut. Das war's. Das war's. Verdammt. Hips, so. Und die dann halt auch 3x5 jeweils.
Und hier in der Mitte kommt dann auch ein Beacon rein, ein vernünftiger. Oder an die Decke wahrscheinlich dann. Den wir dann eben antrackern können über den. Das war eben unsere Basis. Ich finde, das wird auch mal los können, ohne jetzt ständig Probleme zu bekommen. So. 25%, was willst du? Wir brauchen deutlich mehr Eisen. Das ist nicht so geil. Okay, da muss ich wohl dann tatsächlich mal los und mal ordentlich Eisenfarm gehen. So. Puh, ja, das ist, da brauchen wir definitiv ein bisschen mehr. Denn hier lang am Krater? Jetzt ist ein, ich guck mal ganz kurz zum Tageslicht jetzt. Das Eisen, das kann ich auch in die normalen Tasche packen, ne? Das ist nur das Eis, was dann was schmilzt. Hier ist genau, hier ist der kleine Schwung Eisen. Und dahinter ist die große, ja, da ist es. Da sind wir doch schon. Okay, perfekt, dann haben wir es doch. Einmal den Bohrer. Und jetzt nochmal ordentlich Eisen sammeln. Hätten wir so noch mehr, oder? Ja, hier ist nochmal ein Schwung Eisen. Okay. Genau, hier ist meine kleine. Da ist der letzte Rest. Und dann los. Einmal schön hier jetzt die ganze Ader abgrasen. Einfach und fertig. Alles mit dem, was denn hier vor die Linse kommt. Und dann eben auch in Offhand und in Mainhand und in Inventar und alles, ne? Was geht? Einfach nur komplett, was geht. Ich hoffe, das passt uns. Inventar, sonst wäre es doof. Aber ich denke schon. So. Zack. Da ist noch mehr Eisen. Erstes Deck haben wir wieder voll. 49 und da ist der Rest. So. Okay. Das sieht gut aus. Weiter geht's. Können wir dann sicher die Teller mal durch Stahl austauschen, wenn man es dann wirklich braucht. Ich bin ganz sicher, ob Stahl wirklich so viel besser ist. Vermutlich, wenn es falls Meteoreneinschläge gibt, aber ich glaube, da habe ich hier auf dem Mond jetzt keine so großen Probleme mit. Dementsprechend soll Eisen, glaube ich, komplett reichen hier. Müssen wir uns wahrscheinlich bei Klingel nochmal einlesen, was die einzelnen Dinger wirklich bringen. Die einzelnen Materialien. Bezüglich... warum man die nutzen sollte für verschiedene Bauteile, für Platten oder ähnliches. Oder eben für Frames. So, zack. Ich glaube, hier messt man dann das Eisen so weit leer hier auf der Ecke. Ah! Oh, jetzt haben wir da Gold, okay. Gold wollte ich ja nicht haben, okay. Dann ist diese Ader wohl vermutlich tatsächlich schon versiegt. Dann einmal gehen wir da vorne in Richtung zur Basis. Da ist er. Diese kleine Ader mitnehmen. Und dann brauchen wir noch die Platten, ne? Nach den Frames. Das kommt ja noch dazu dann. Zwei Eisenplatten jeweils und ich weiß gar nicht, ob ein Schweißgerät, wo ich genug Material hat dafür. Wäre nochmal eine Frage, ne? Ab ins Inventar.
Ich will mal ganz kurz gucken gehen. Toolbelt. Okay, der hat noch 2600 Fuel. 2600 Fuel, okay. Das sollte noch ein Stück weit reichen. Das wieder zu. Den wieder auf. Danke. Sonst müsste ich dann erstmal die Produktion von Fuel nochmal anschubsen. Das war jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm. Aber würde ich dann tatsächlich eher dann in der neuen Basis machen wollen. Statt eben außerhalb. Musst einfach nur Spaß haben beim Schweißen und halt nicht zu viel vergeuden dann einfach und fertig. Das geht bestimmt. Das geht bestimmt ganz toll. Noch mehr Eisen. Ich habe schon mal 3 Stacks Eisen gerade. Das sind die Offhand. Und dann. Ach, das ist noch ein Slot frei. Zack. So. Weiter geht's. Die Ader ist überraschenderweise größer als die andere. Aber ich glaube, jetzt ist hier auch Ende. Nö, da war noch was. Okay, perfekt. Da drüben ist noch mehr. Und noch mehr. Und, oh, wow. Jackpot. Jackpot. Okay. Letzter Platz. Kann so ein bisschen durch den Boden gucken, ne? Ein bisschen schmulen kann man. Ups. Waren da gerade ganz große Brocken. Das hier haben so teilweise bis zu 10 Eisen gegeben, glaube ich gerade. Jetzt schon wieder 20 Eisen in der Tasche. Dann 5 nochmal. Also ist wahrscheinlich auch so, dass die Brocken größer werden, je tiefer man kommt, ne? Nummer 4. Mal 4. Na? Jetzt Ende. Wirkt ein bisschen so, als hätten wir jetzt dann wirklich dann alles erwischt hier. An Eisen an der Quelle. Zumindest sehe ich gerade nichts mehr hervorstechen. Ich denke, wir haben es. Ich denke, hier haben wir alles leer gemacht. Okay. So reichen. Jetzt habe ich 232 Eisen gerade. Damit sollte ich jetzt ein Stück weit kommen. Stromversorgung, 3 Balken. Ja, die quälen wir jetzt mal ein bisschen.
Kann ich da jetzt eigentlich mehr als ein Stack reinhauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, geht nicht. Okay. Einschalten, schmelzen. Okay. Wenn ich jetzt hier den Tracker hinpacke, dann müsste ich jetzt im Tracker ja auch die Temperatur sehen können, ne? Von dem Gerät. World, World, World. Ja, 2. Das Gerät selber hat keine messbare Temperatur oder Geschwindigkeit. So, da kommt der nächste Schwung Eisen. Schon mal vorbereiten. Gleich hinterher ballern. Und da können wir dann auch gleichzeitig dann die Frames produzieren. Jawohl, und weiter. Zack, dann nehmen wir den Spaß. Einmal weg. Dort einmal rein. Und ebenfalls. Gib ihm Frames, ne? Genau, Iron Frames. Perfekt. Nächstes Set Eisen. Da kommen die Frames. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir doch vorwärts hier. Hier ist eventuell der Fünfte besser gewesen, aber ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich habe, wie gesagt, da fehlt noch der Vent, das ist noch nicht perfekt. Das ist alles. Ach, ich nutze es wirklich nur für alles, wenn ich brauche, ansonsten. Oder für Eis, ansonsten passt das schon. Und mehr. Und einmal aufheben den ganzen Spaß hier. So. Jetzt ist er gleich fertig mit dem Eisen. Dann. Huch. Zack, rein da. Dann haben wir noch den oder noch ein Stack Eisen fertig. Okay. Den haue ich noch durch da für die Frames und dann sollte es erstmal reichen. Na? Alles klar. Und Gas. Okay, wir haben den ersten Balken schon verdreht hier. Erster Balken ist schon weg. Von der Batterie oben. Ups. Die nutzen wir dann gleich für Platten als nächstes. Wir haben alles verbraucht, was wir an Platten haben. An Eisen haben. Dann lass mal gucken. Das wird aber sicher nicht reichen, denke ich mal. Und danach kommen auch die Wände auch noch, ne? So, zack. So. Der hat jetzt schon mal hier 1, 2. Hoppala. So, 1, 2, 3 und 4 hat er da. Die Luftschleuse. Und zumachen. Okay. So, 1, 2, 3 und 4. Und 5. Und Luftschleuse. Oh boy, wir brauchen noch einiges mehr von den Frames. Okay. Dann können wir noch ruhig nochmal einen kompletten Schwung durchjagen gerade. Ja, aber das wird dann die Base. Das ist doch schon mal. Das ist schon mal brauchbar auf jeden Fall.
So, da noch ein Schwung Eisen. Einmal dadurch. Jetzt läuft es deutlich besser, dass wir nicht mehr so knapsen müssen, sonst können wir halt vernünftig bauen. Es ist schon schöner so. Und dann halt eben ohne Ende Platten machen, ne? Machen wir mal den letzten Schwung Eisen dann dadurch. Dann ist auch das weg. Und dann ist, ich glaube, eine Wand hoch reicht aber völlig aus. Das ist, die Dinge sind eigentlich groß genug. Nur eine Wand drauf, einfach Flachdach und oben drauf halt eben dann wieder Solarpanels und Batterien. Oder dann eben einfach mehr Batterien und Solarpanels, wenn man es eben braucht, und fertig. Wir können dann quasi jeden Bereich mit einem extra Strom versorgen. Eigentlich braucht, naja, Strom bräuchte ja nur die Mitte zum Kochen. Ja, nur die Mitte zum Kochen und die Fabrik, ne? Und die Hydroponics, glaube ich, auch. Okay. Das Lager bräuchte eigentlich nur Strom für. Ja, wir machen überall Strom. Wir machen es richtig. Jeder Bereich kriegt sein eigenes Stromsystem, sein Stromnetzwerk und fertig. Ende, ne? Keine Faxen machen. So, und die letzten 13 hat er gerade noch gemacht. Hüps, hüps. Und dann. Einmal hier, dann mal 1, 2, 3, 4 und 5. Da. Hoppala. Dann dahin. Hier die Luftschleuse. Hier werde ich ein bisschen buddeln müssen gleich. Ein bisschen viel Gerümpel im Weg. Ja, hab ich noch die Hälfte fertig. Das passt noch. Huch. Da war Loch. Wenn wir Glück haben, brauchen wir gar keinen Sauerstoff zu produzieren aus Eis, sondern können direkt das über die Hydroponics machen dann. Das wäre auch wiederum geil. Aber schauen wir dann mal. Wenn wir soweit sind, so hier ist die Luftschleuse, kommt dann da ran, da kann man dann hier rauslaufen und fertig. So. Dann wechseln und einmal da rüber. Die Steuerung ohne Jetpack ist so unglaublich, ohne Jetpack ist so unglaublich schlecht. So, den und den. Im Stier auf jeden Fall schon mal fertig. Dann noch fertig bohren. Wow. So. Ein bisschen was freischaufeln hier.
das eben dann auch zugänglich ist. Okay, den Teil der Basis haben wir fertig. Hier drüben findest du noch wie viel da? Noch eine Handvoll, ha? Huh? Sind drei, ne? Noch drei Frames, dann haben wir's. Okay. Coole Sache. So. Ja, hier kommen noch drei Frames rein und dann ist die Grundform der Basis bereits fertig. Dann wird es verschweißen, damit es dort laufen kann. Und dann können wir dann anfangen mit den Inhalten. Das würde ich wahrscheinlich die Kisten erstmal platzieren wollen, dass die halt eben dann einen sicheren Platz haben und dann wirklich permanent da sind. Dann anfangen, die Wände reinzuziehen und uns um die Luftversorgung in der Basis selbst zu kümmern. Denke ich mal. Aber das machen wir dann als der nächsten Folge. Die Folge ist schon, oh, Gott, ist mir lang geworden. Das machen wir in der nächsten Folge dann. Auf jeden Fall, Basis soweit schon mal fast fertig. Finde ich, ist toll geworden. Oder wird toll werden, denke ich mal. Sieht auf jeden Fall gut aus. Stromversorgung ist auch sehr stabil, immer noch. Das heißt, auch da haben wir gar keine Probleme mehr mit. Würde sagen, alles in allem ist die heutige, ist die Basis jetzt und der Spielstand bereits ein voller Erfolg. Wuhu! Wie mich, wenn es das Video gefallen hat, gerne subscriben. Oder links rechts, wie ich denke, da gibt es mehr von mir. Bis zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.